Hallo ihr Lieben, ich gehe jetzt gleich in die Stadt mit Leonie und ich wollte nur kurz Hallo sagen und euch mein Outfit schnell zeigen, was ich jetzt mache. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. So, also eigentlich ist es jetzt nicht so besonders. Ich trage halt meine Jeansjacke von Primark, dieses Top von H&M, dann dazu diese Holzkette von C&A und eine ganz normale Jeans von Teddy Way. Und ja, dazu trage ich dann diese Tasche. Die ist aus der Türkei und die hat hier so Dinger, die man so rausziehen kann. Aber das sollte man lassen. Okay, gut. Das wollte ich nur schon mal schnell zeigen. Und wir werden uns jetzt gleich wieder sofort weitersehen, weil Leon und ich in der Stadt noch filmen werden. Bis dann. Him like a brother, a friend, but suddenly he pulled my hand and I didn't know what's going on. Hallo. Hallo. Wir befinden uns jetzt gerade hier auf solchen Wiesen und wir waren gerade in der Stadt. Ja, im Park. Und wir waren gerade in der Stadt und haben uns ein paar Sachen gekauft. Und ja. Die würden wir euch jetzt gerne zeigen. Und ich glaube, wir fangen direkt an. Geht schon los? Achso. Okay, also ich habe mir nur Sachen bei Pinky gekauft. Einmal so eine Jeansjacke. Ich habe ja diese hier vom Primark, diese hellblaue. Jetzt habe ich mir noch so eine andere gekauft. Die war 20% reduziert und sie hat jetzt erst 35 Euro gekostet. Boah, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie letztendlich gekostet hat. Also sieht halt so aus. Ne? Dann habe ich mir so ein, nennt man das Jumpsuit? Jumpsuit. Ja, so ein Jumpsuit gekauft. Die hat hier so Knöpfe und ist so gerafft und ist so ein, was ist ein Leinenstoff? Ja. Ein bisschen leiniger Stoff. Und ja, der war auch reduziert und zwar auch 30% und er hat vorher 25,99 Euro gekostet. Sehr cool. Dankeschön, Leonie. Bitteschön. Und dann habe ich mir noch so ein, ja, Latzhose, genau. Die auch von Pimki. Hat hier hinten noch solche Lederteile. Auch 30%. Großartig. Und hat vorher 29,99 Euro gekostet. So. Das waren jetzt meine Sachen. Und wir zeigen, beziehungsweise Leonie zeigt euch jetzt mal ihre Sachen. Los. Okay. Also. Ich habe mir nur in so einem Laden was gekauft. Nicht so auffällig. Es ist nicht auffällig. Ja. Also ich habe mir nur was in einem Laden gekauft, den es nur bei uns gibt. Und das ist auch so ein Touristenladen irgendwie so ein bisschen. Aber manchmal gibt es da coole Sachen. Und zwar, ich habe gekauft eine mehr, eine Kleid. Ohne Träger und mit so Pumpen und so eine Schleife da. Und das hat 15 Euro. 15 Euro. Sehr billig. Und dann noch eine Hose. Die finde ich sehr, sehr schön. Die ist ganz weiß. Und ihr kennt ja diese Chinos, ne? Und ich wollte aber keine Chino, weil alle haben jetzt eine Chino. Und das regt mich richtig auf. Also hätte ich eine, würde es mich aufregen. Und deshalb dachte ich mir, dann musst du dir eine andere kaufen.
Und dann habe ich jetzt diese hier gefunden, die ist halt wie gesagt ganz weiß. Und die ist unten jetzt nicht so eng, aber oben ist es auch in der Art von einer Chino. Und die sieht halt so aus und die hat auch so einen braunen Gürtel. Und auch die hat 14,99 Euro gekostet. Und bei mir waren leider keine Sachen reduziert, aber trotzdem war es billiger. Jo, that's it. Du hast noch was anderes gekauft. Nagellack. Ja, aber jetzt musst du essen. Hast du nicht mehr? Nein. Aha. Okay, und dann sind wir zu Douglas gegangen. Weil ich hatte einen Gutschein. Halte dich fest, 50 Euro. Und ja, eigentlich wollte ich mir jetzt das Parfum kaufen, dieses L'Impatrice oder so. Von Dolce & Gabbana, aber dann hör auf. Aber da habe ich das so gerochen und irgendwie finde ich es so schade, einen Gutschein für so ein Teil auszugeben. Und dann dachte ich mir, kaufst du dir mehrere Teile dafür? Dann habe ich geguckt und dann wollte ich mir eigentlich Terra del Sol kaufen, aber was tust du? Aber dann. Ich will ja nicht so auffällig sein. Habe ich das doch nicht gemacht. Weil ich dann wieder zu geizig war. No. Ja, und deshalb habe ich. Obwohl du einen Gutschein hast. Ja, richtig dumm. Und dann habe ich einmal für meine Mutter was gekauft, weil sie hat morgen Namenstag. Oh. Und dann gab's da Flormar. Also sagt es Ebro immer, Flormar Nagellacke. Jetzt? Ja. Und zwar ist das jetzt die Farbe N010. Ja, ist. Das ist so ein Erdbeer-Himbeer-Ton und aufgetragen sieht er so aus. Und, und der trocknet richtig schnell. Der hat jetzt so 1,95 Euro gekostet. Und der ist so neonartig ein bisschen. Genau, neonartig ist er. Ja, da habe ich den gekauft und dann haben die mir das Geschenk eingepackt und dann dachte ich, sie hätten mir noch keine Proben da reingetan. Weil normalerweise machen die das nicht so. Also bei mir machen die das nie. Die mögen mich alle nicht. Ja. Habe ich extra gesagt, pack mir da bitte ein paar Proben rein, aber war dann doch schon. Und zwar einmal von Yves Saint Laurent. Ein Parfum. Eau de Toilette. Ja, ich habe das jetzt noch nicht dran gerochen. Mach ich jetzt mal. Möchtest du? Nicht so mein Geruch. Nee, richtig gut. Ein bisschen Oma-stark, eklig, nicht so geil. Naja, auf jeden Fall war da das drin. Und noch so ein Spiegel. Voll cool, finde ich das. Also ich dachte immer, der würde irgendwie 3 Euro oder so kosten. Aber hat's nicht. Also habe ich da so kostenlos mit beibekommen. Und mehr habe ich mir bei Douglas nicht gekauft. Ist schon. Sollen wir irgendwas sagen? Wir sitzen jetzt hier in einer Eisdiele und haben uns jetzt gerade diesen leckeren Erdbeerbecher bestellt. Und da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Okay, also ich bin jetzt wieder zu Hause und ich wollte mich nur noch mal melden und mich verabschieden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet ja dort auf meinem Kanal geschrieben, dass ich euch mal mit in die Stadt nehmen soll und dass ihr mal wieder das mit Leonie sehen wollt. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Da wir eh noch shoppen gehen wollen, hat sich das gut ergeben. Und ich hoffe, ihr habt euch darüber gefreut. Wir haben jetzt vorhin nur in Pimki gefilmt, weil wir es erst ganz vergessen haben. Und dann haben wir halt nur da gefilmt. Ja. Und ich habe jetzt nicht so viele Sachen gekauft, weil ich habe zwar noch ein paar andere Sachen gefunden, aber dann dachte ich so, nee, gehe ich lieber noch mit meiner Mutti in die Stadt und dann kann sie mir das vielleicht bezahlen. Ja. Okay.
Und ich freue mich so, so, so unglaublich sehr über diesen Hosenlatz oder wie man das nennt, weil ich hatte so eine Zeitschrift von H&M, die lag bei uns in einem Laden rum. Und dann habe ich da ein Bild, hatte ich halt ein Bild drin gesehen, was ich so, so geil finde. Also erstmal, sie ist so unglaublich hübsch. Ich finde das mit den zerzausten Haaren und dann den Pony und sie ist so etwas blasser und dann hat sie noch so dunkel geschminkte Augen. Ich finde, das ist voll schön. Und dann trägt sie jetzt so einen Hosenlatz und ich finde, das sieht so geil aus. Und deswegen dachte ich mir, ich brauche das auch. Ja. Und dann habe ich mich, habe ich es gefunden und mich gefreut. Guck mal, den Bikini will ich schon richtig lange haben. Aber den gibt es bei uns irgendwie nie. Also den gibt es schon, aber nie in meiner Größe. Der ist immer, den gibt es immer nur zu groß, weil ich habe ja auch die kleinste Größe. Ist ja klar, ist den nur zu groß. Was laber ich da? Egal. Also ich finde den richtig schön, aber den gibt es irgendwie nie. Den gibt es nur so in Gelb oder in Orange gibt es den immer. Erst hatte ich den auch in Orange so anprobiert, aber dann war es für mich doch so ungewohnt irgendwie. Aber ich will den so gerne. Egal. Das reicht jetzt mit dem Reden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was ich hier schon gesagt habe. Aber ich sage es ja eh mal 10.000 Mal. Und ja, tschüss.